Zimmo, herzlich willkommen zum Interview der Woche hier an einem besonderen Ort beim Henkel Day. Erstmal die wichtigste Frage vorweg, man sieht es dir noch ein bisschen im Gesicht an, wenn man über dein Auge schaut. In Hamburg hast du ziemlich was eingesteckt. Gib uns mal ein Update, wie geht's dir, wie geht's dem Kopf? Ja. Alles im grünen Bereich? Ja, ich muss sagen, die Untersuchungen hat nichts ergeben, also mir geht's sehr gut. Ich habe jetzt eine kleine Narbe hier oben über der Augenbrauen, aber so, ich bin fit, können wir trainieren, deswegen ich bin bereit für Samstag. Es war für dich wahrscheinlich so eine kleine Hiobsbotschaft, so früh im Spiel gegen Hamburg ausgewechselt zu werden. Hiobsbotschaft gab es für dich auch schon in der Vorbereitung. Du hast ein paar Spiele gefehlt, dich aber direkt wieder reingekämpft, dreimal sogar über volle 90 Minuten dann direkt wieder gegangen. Ja, ist das vielleicht auch eine Mentalität von dir, ein Ausrufezeichen, das du gesetzt hast, dass du nach so kurzer Zeit schon wieder fit warst und zurückgekehrt bist? Ja, ich muss sagen, die erste Verletzung war sehr bitter im Zweikampf, mich verletzt im Trainingslager. Aber ich war fokussiert, ich habe die Herausforderung angenommen. Ich wollte unbedingt wieder schnell fit werden, der Mannschaft helfen. Ist mir jetzt gelungen in den letzten Spielen, ja, gegen Hamburg leider wieder ausgefallen nach 5 Minuten. Aber ja, so ein kleiner Cut, der tut mir nichts. Ich glaube, ich bin einer, der immer nach vorne rangeht, der marschiert. Deswegen, ja, da habe ich keine Angst. Also würdest du auch für dich selbst behaupten, der Fitnesszustand auch mit dem kleinen Cut ist bei 100%. Du bist da, wo du dich auch sehen willst? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt erst 3 Spiele gemacht. Das wäre jetzt mein Fittest gewesen gegen Hamburg. Ja, ich glaube, ich bin ganz gut reingekommen in die Saison. Ich könnte noch vielleicht noch eine Schippe drauflegen, aber das kommt mit der Zeit, mit den Spielen. Deswegen, ja, wir haben noch einiges zu tun. Es gibt auch noch ein paar Plätze nach oben, deswegen wir wollen weiter gewinnen. Wenn man in Zusammenhang mit dir über so ein paar Begriffe spricht, fällt oft das Wort Maschine, Kampfsau, würde ich jetzt mal überspitzt gesagt formulieren. Wie viel Maschine steckt in dir? Was bedeutet dir das, wenn du so genannt wirst? Was bedeutet das auch für dich selber? Was macht das mit dir, wenn so oft solche Zusammenhänge in deinem Zusammenhang mit deiner Person fallen? Ja, ich glaube, ich bin einfach als Typ, habe immer viel Spaß. Ich glaube, ich gehe auf Menschen zu, ich unterhalte mich gerne mit denen und ich gebe dann auch Feedback, wie es mir so geht, was ich so mache, wie ich trainiere, wie ich auf dem Platz gesehen werde. Ich glaube, ich versuche von naturell immer vorne wegzugehen, immer alles zu geben, 100%. Auch wenn man vielleicht was schief geht, aber ich versuche immer alles zu geben für die Mannschaft, für den Verein. Deswegen glaube ich, dass viele auch mich so bezeichnen, weil ich einfach mein Herz auf dem Platz lasse, wie man es so nennt. Deswegen mache ich weiter so. Der Trainer findet auch viele lobende Worte über dich, unter anderem in der Pressekonferenz gesagt, dass er dich als Typen liebt. Was macht das für dich? Was bedeutet dir diese Anerkennung und vielleicht auch, was skizziert so eure Verbindung untereinander? Wie ist da dein Austausch mit dem Trainer? Ja, ich glaube, es ist immer schön, wenn man vom Trainer ein Lob bekommt oder wenn man sich mit dem Trainer gut versteht. Ich glaube, das merkt man irgendwann in der Beziehung so über 1, 2, 3 Monate, wie man mit dem Trainer sich verhält, wie man spricht. Wie man auch mal sich annecken kann oder auch mal mit ihm nur 4 Augen sprechen kann, auch mal andere Sachen ansprechen kann. Ich glaube, er ist auch so eine Wellenlänge wie ich. Glaube, er fordert auch immer 100% Konzentration, immer das Perfekte. Und ich glaube, so bin ich auch. Ich möchte immer nach dem größten Ziel streben. Deswegen sind wir so auf einer Wellenlänge. Du bist auch Teil des Mannschaftsrats, bist mittlerweile neben 1, 2 anderen deiner Teamkollegen der dienstälteste Fortune. Wie viel Führungsrolle traust du dir auch zu? Bist du jemand, der sagt, ich will vorangehen, zeigst es unter anderem ja auf dem Platz, aber vielleicht auch jemand, der es abseits des Platzes tut, in der Kabine, nach den Trainingseinheiten? Ja, ich glaube, ich jetzt meine 5. Saison, ich glaube 2018 bin ich ja schon hier. Ich fühle mich wie so eine zweite Heimat, nenne ich es immer. Und ja, ich versuche hier einfach so, wie ich bin, zu sein. Ich glaube, das macht mich halt einfach aus, dass hier auch Spieler auch zu mir kommen können, ich denen ein paar Tipps geben kann, ich denen Mut zusprechen kann, dass die Jungs auch wieder gute Leistungen zeigen können. Ich glaube, und natürlich, wenn man jetzt vom Trainer in den Mannschaftsrat berufen wird, ist auch ein gutes Gefühl, ein schönes Gefühl, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Auch zu wissen, dass man Verantwortung übernehmen muss, weil das hast du davor nicht gehabt so richtig. Deswegen bin ich froh oder bin ich stolz darauf, dass ich in dem Mannschaftsrat bin. Wir machen einen kleinen Schwenk. Wir sind ja heute anlässlich des 146. Geburtstags unseres Hauptsponsors Henkel hier beim Henkel Day. Partnerschaften im Fußball, klar, das ist jetzt auf einer Seite eine wirtschaftliche Beziehung, aber auch rein freundschaftlich. Man hat es ja eben in den Gesprächen gesehen. Was bedeutet dir sowas? Gehst du gerne auf so Veranstaltungen? Nimmst du das gerne? War auch das Feedback der Leute, die dann hier auf dich zukommen, Fotos wollen, dir Input geben? Ja, ich glaube, ich bin ein Spieler, der Faner ist, der immer auch mit Fans sich unterhalten kann. Und immer unter Austausch ist, besonders auch jetzt mit dem Partner Henkel hier. Ich glaube, das gehört einfach dazu zum Fußball. Das ist weitere Business einfach, wo du auch mal abseits vom Platz ist, auch mit anderen Personen sprechen kannst, wie die Unternehmen führen, wie die Fortuna sehen, wie die Fortuna unterstützen, anfeuern. Es gibt so viele Dinge, was man alles hier heute erfahren kann.
von Henkler oder auch von anderen Sponsoren. Deswegen, ich mag so Termine und ich finde es sehr gut, dass wir sowas machen. Partnerschaften auf dem Platz hast du auch viele. Einer deiner besten Buddies, Daniel Ginzek, jetzt natürlich leider verletzt, aber auch Felix Klaus gehört ja zu deinen engeren Freunden, der auch über dich gesagt hat, er kennt dich auf dem Platz in- und auswendig. Ja. Wie weit ist das sogar vielleicht ein Vorteil, dass man sagen kann, man hat so viele vertraute Spieler auf dem Platz, wie viel hilft das einem vielleicht auch wirklich im Spiel selber? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich kenne jetzt Felix, seit ich 15 bin, ist jetzt auch schon eine Weile, ich glaube 15 Jahre, kennen wir uns jetzt schon. Und natürlich weiß man dann, was der andere auf dem Feld macht und weiß, wie er Fußball spielt, aber auch so, wie man sprechen muss mit einem, wie man ihn anfeuern muss, wie man ihn anpacken muss oder auch privat, wie man miteinander spricht. Wenn man dann so eine Achse hat mit Hoffi zum Beispiel, mit Felix, mit Gini, dann hat man so ein Gerüst auch auf dem Feld. Und das hat Trainer vorhin gesagt, es gibt eine gesamte Gruppe, aber auch Grüppchen in der Gruppe. Und ich glaube, das gehört der Fußball dazu. Nicht jeder versteht sich mit jedem gut. Deswegen ist es gut, wenn man dann Spieler hat, mit denen man sich gut versteht und auch noch zusammenspielen kann. Kommen wir zum Fußballerischen zurück an sich. Ich glaube, du bist ja auch ein kleiner Freund der Spielekonsolen, wenn mich nicht alles täuscht. Neue FIFA vorbestellt oder fällt das nicht so in dein Metier? Ja, also ich spiele gerne PlayStation, FIFA jetzt eher selten, ein bisschen eher so Call of Duty oder Fortnite, aber ich habe mir das Spiel auch vorbestellt, FIFA. Ich will mal reinschauen und mal gucken, ob ich da mal wieder aufholen kann, ein bisschen mehr FIFA spielen. Wir haben jetzt sogar einen Twitch-Kanal gestartet, Potenzial auch für zukünftige Turniere gegen deine Teamkollegen. Wenn du jetzt mal so in die Mannschaft schaust, wer würdest du da sagen, hätte da bei so einem FIFA-Turnier unter euch so die besten Karten? Ich glaube, der Felix Klaus ist da immer mit drin, mit den Packs ziehen. Ja, ich weiß nicht, wie Tim Oberdorf, ob die auch so spielen, Emma, glaube ich. Ich weiß nicht, Dennis Gorka, ich glaube, die sind alle so Fußball-FIFA-Spezialisten mit den Karten ziehen und Packs ziehen, keine Ahnung, so weit bin ich nicht drin, weil ich lange nicht mehr gespielt habe, aber ich glaube, die sind da schon prädestiniert dafür. Dann haben wir schon mal ein paar potenzielle Anwärter für den Stream auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Kommen wir zum Wochenende, ein schwieriges Spiel, Arminia Bielefeld, Absteiger, sehr schwer reingekommen, sich aber jetzt ein bisschen gefangen, auch durch die Ergebnisse der letzten Spiele. Worauf stellst du dich da ein? Es ist eine Mannschaft, die im Großteil zusammengeblieben ist, viele bekannte Spieler dabei sind. Gib uns mal deinen Input zu der Partie. Die Mannschaft, ich glaube, die hat viel mehr Potenzial, als wo sie gerade stehen und mit den Punkten. Ich glaube, jetzt am Wochenende haben sie es gezeigt, 4-2 gewonnen. Letzte Wochenende 4-2 gewonnen. Ich glaube, es wird ein ganz schweres Spiel, weil, wie gesagt, es sind fast alle von der ersten Liga geblieben. Die wissen, wie die zweite Liga funktioniert, Trainer gewechselt. Deswegen, es wird ganz schwer und ich glaube, Bielefeld ist am Kommen. Aber das können sie dann nach unserem Spiel weiter fortsetzen, aber erst am Samstag nicht. Man sagt ja normalerweise nach 10 Spieltagen, die Tabelle macht noch nicht so viel aus. Zum Abschluss die Frage an dich, wie hast du jetzt Revue passieren lassen in der Länderspielpause, dieses erste Saisonviertel nennen wir es mal. Was ist da dein Eindruck und wie wichtig wären auch die 3 Punkte jetzt am Wochenende in dem Zusammenhang? Ja, ich glaube, es ist im Moment so ein Auf und Ab. Wir sind noch nicht ganz so konstant genug. Ich glaube, zu Hause sind wir echt gut, da machen wir unsere Spiele, sind dominant, aber auswärts kriegen sie nicht ganz auf die Platte oder auf den Platz. Deswegen ist am Samstag ganz wichtig, wieder da 3 Punkte einzufahren, weil nach einer Niederlage sollte man immer 3 Punkte wieder einfahren, dann sieht die Welt wieder anders aus. Deswegen ein bisschen gewillt aufzupassen, weil Bielefeld ist eine starke Mannschaft, dass wir am Samstag da alles geben. Nach vorne pushen, die Fans mitnehmen, da eine geile Stimmung erzeugen, dass wir da die 3 Punkte zu Hause behalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. In diesem Zusammenhang wünschen wir dir natürlich eine gute Trainingswoche, deinen Jungs, und dann auch natürlich für Samstag viel Erfolg und hoffen wir diesmal, dass du ohne Narbe nach Hause gehst nach dem Spiel und mit einem Lächeln und 3 Punkten am besten. Dankeschön. Danke, Matthias.